jetzt das Heute-Journal mit Christopher Wehrmann und Marietta Slomka. Guten Abend. Eines kann man wohl jetzt schon sagen, dass der US-Präsidentschaftswahlkampf 2024 noch Generationen von Politikwissenschaftlern und Wahlkampfstrategen faszinieren und als Lehrbeispiel dienen wird. Wie die Demokraten es geschafft haben, mit einer riskanten Hauruck-Aktion innerhalb kürzester Zeit die Stimmung zu drehen. Ob das so bleibt, wie die Wahl am Ende ausgeht, das kann niemand vorhersagen. Aber für den Moment sind sie aus der Verliererspur gesprungen und das so plötzlich, dass der politische Gegner immer noch überrumpelt wirkt. Bei ihrem Parteitag heute in Chicago führten die Demokraten dann auch noch vor, wie man einen Altgedienten würdig feiert, nachdem man ihn zur Seite geschoben hat. Claudia Bates berichtet. Seine Tochter bittet ihn auf die Bühne. Einer der letzten großen Auftritte des Präsidenten, des Staatsdieners, der 50 Jahre lang die Geschicke seiner mächtigen Nation mitprägte. Er badet in der Liebe derer, die seinen Traum, eine weitere Amtszeit, zunichte machten. Mit dem Strahlen des politischen Routiniers lächelt er es weg. Seine Partei ist ihm aufrichtig dankbar. Biden war da, als die Nation Stabilität brauchte. Und er lässt keinen Zweifel daran, worin er sein wichtigstes Vermächtnis sieht. Die Demokratie hat überlebt. Die Demokratie hat geliefert und jetzt muss die Demokratie erhalten werden. Wir stehen am Scheideweg. Einer dieser seltenen Momente in der Geschichte, da die Entscheidungen, die wir treffen, das Schicksal unserer Nation und der Welt auf Jahrzehnte hinaus bestimmen wird. Dass er an die nächste Generation übergibt, wird von den Delegierten als selbstlos gepriesen. Einer mit einem fast altmodischen Sinn für Anstand. Er ist fürs Land da, nicht für sich selbst. Joe Biden ist der beste Präsident. Fantastisch. Den Staffelstab weiterzugeben, kann nicht leicht gewesen sein. Er wird eine unauslöschliche Prägung auf der Demokratischen Partei hinterlassen und auf der Demokratie selbst. Für einen Erfolg bei der Wahl im November muss er nun seine Vizepräsidentin mit allem, was er hat, auf den Schild heben und die Partei hinter ihr einen. Ihr Erfolg ist jetzt sein Erfolg. Sie ist tough, sie ist erfahren und sie verfügt über eine enorme Integrität. Sie wird eine Präsidentin sein, zu der Weltenführer aufschauen, denn das tun sie jetzt schon. Sie wird eine Präsidentin, auf die alle stolz sein können, eine historische Präsidentin, die Amerikas Zukunft prägen wird. Noch ist er der Präsident, noch 5 Monate, doch die Historiker beginnen bereits Bilanz zu ziehen. Ein Präsident, der die Fähigkeit und den Charakter hatte, die Demokratie wiederherzustellen, nachdem sie 4 Jahre geschunden worden war. Einer, der die Wirtschaft wieder aufbaute und unsere Bündnisse und der Ethik und Anstand wiederherstellte. Joe Biden hat das alles geschafft und das in einer Amtszeit. Die Familie sei der Anfang, die Mitte und das Ende, sagt Biden gern. Bis zuletzt stand sie hinter ihm, während seine Demokratische Partei nach vorn blickt. Und wir blicken zu Elmar Thewissen nach Chicago. Ja, Elmar, im Moment haben die Demokraten mit Kamala Harris wirklich einen Lauf und das Team Trump wirkt immer noch irgendwie überrumpelt. Ja, das kann man sagen. Harris liegt in den meisten Umfragen vorn, in einigen wichtigen Wählergruppen sogar deutlich, bei Latinos, bei Schwarzen, bei Frauen und bei jungen Menschen. Aber das hat natürlich damit zu tun, das muss man immer dazu sagen, dass man aus einem Loch der Verzweiflung regelrecht kam. Man war ein Stück weit deprimiert über Joe Biden und diese Kandidatin ist eben neu und sie ist anders. Die Republikaner tun sich wirklich schwer damit, die können gar nicht fassen, dass nach ihrem Parteitag, der ja sehr eindrucksvoll war, wir waren ja auch vor Ort, dass sie es nun auf einmal in einer Situation sich befinden, in der Donald Trump hinten liegt und Donald Trump nichts anderes einfällt, als eben Angriffe, persönliche Attacken zu starten. Damit kann man einen Wahlkampf um die Präsidentschaft genauso wenig gewinnen, wie sich an der Begeisterung regelrecht zu berauschen. Also es braucht auch bei den Demokraten mehr Substanz, damit sie gewinnen kann. Ja, zumal die Demokraten ja immer noch dieses Trauma von 2016 mit sich herumtragen, als Donald Trump dann gegen Hillary Clinton gewann. Wie wollen die Demokraten denn verhindern, dass sich die Fehler der Clinton-Kampagne wiederholen?
Das ist die entscheidende Frage. Damals hat ja Hillary Clinton die Menschen, die Angst hatten, die Ängste hatten, als die Bedauernswerten beschimpft und eigentlich ein Stück weit links liegen lassen. Und es ist einfach so, wenn Menschen gesagt bekommen, es ist doch alles viel besser, als ihr glaubt, dann hilft das nicht dazu, trägt das nichts dazu bei, dass sie dann diese Person wählen, sondern man muss sich ihren Anliegen widmen und sehr glaubhaft machen, mit welchen Mitteln man tatsächlich Abhilfe schafft. Und genau das muss Kamala Harris eben jetzt in den nächsten Wochen tun, damit das wahr wird, was Hillary Clinton gestern Abend hier gesagt hat, dass Kamala Harris die gläserne Decke für Frauen durchbrechen könnte, die Wahl gewinnt und vielleicht sogar, das glauben manche, wenn sie den Mittelstand und die Arbeiter für sich begeistern kann, in der Lage wäre, mit deutlichem Vorsprung zu gewinnen. Dankeschön, Elmar, nach Chicago. Ja, bei seinem Auftritt heute sprach Joe Biden auch über Russland und den Ukraine-Krieg. Putin habe gedacht, er könne Kiew in 3 Tagen erobern, doch 3 Jahre später sei die Ukraine immer noch ein freies Land. Aus Sicht der Ukraine liegt es allerdings auch an der Zögerlichkeit der Biden-Administration, dass sie in einem zermürbenden Abnutzungskrieg steckt und westliche Waffen nur begrenzt einsetzen darf. Die Überraschungsoffensive auf russisches Territorium ist insofern auch ein Versuch, daraus auszubrechen und den USA zu zeigen, seht her, was von Putins roten Linien zu halten ist. Auch liegt der Ukraine viel daran zu zeigen, dass sich ihre Truppen auf fremdem Territorium nicht so barbarisch verhalten wie die russischen Besatzer und dass sie auch Kriegsgefangene korrekt behandeln. Unser Reporter Henna Hebestreit hatte heute die Gelegenheit, mit russischen Kriegsgefangenen zu sprechen. Es sind wertvolle Gefangene, die man uns Reportern hier zeigen möchte. Doch für den ukrainischen Gefängniswärter ist es erstmal ein Kampf mit Schloss und Riegel. Es dauert, bis die Zellentür dann doch nachgibt. Dahinter wartet ein gutes Dutzend gefangene russische Soldaten, wie es mit ihnen weitergeht. Sie sind Wehrpflichtige, die wie ihre Kameraden hier vom plötzlichen Einmarsch der Ukrainer nach Russland so überrascht waren, dass sie ziemlich schnell die Waffen gestreckt hatten. Nach den ersten Schüssen, ich habe gar keine Ahnung, aus welchen Waffen da auf uns gefeuert wurde, sagte unser Captain, wir sollten aufgeben, uns den Ukrainern ergeben. Entsprechend der Genfer Konvention zum Schutz Kriegsgefangener zeigen wir nicht ihre Gesichter, nennen keinen Namen, auch wenn sie unseren Filmaufnahmen und Interviews zugestimmt haben. Er wollte sich mit einer Granate töten, um seiner Familie keine Schande zu machen. Ich wäre doch niemals in der Lage gewesen, meiner Mutter zu sagen, ich habe mich ergeben. Oder wie sollen meine Großeltern oben im Himmel sehen, dass ich aufgebe? Die Großväter, die noch gekämpft hatten, sagten doch immer, Russen geben niemals auf. Tragische Schicksale verbergen sich hinter diesen Türen. Der Krieg hat auch Russen schlagartig aus ihrer Kindheit gerissen. Für diesen ukrainischen Offizier, der unerkannt bleiben will, macht das aber keinen Unterschied. Das sind alles Feinde, die seit 2022 gegen uns kämpfen. Dazu zählen auch Wehrpflichtige. In den Vororten von Kiew haben sie schlimme Dinge getan. Es sind Feinde und Tauschobjekte. Mit deren Hilfe will die Ukraine in solchen Austauschaktionen so viele eigene Kämpfer wie möglich aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückholen. In dieser Einrichtung bei Sumy möchte man zeigen, dass die Ukraine Kriegsgefangene ordentlich behandelt. Täglich gibt es 1 Stunde Freigang im Hof, 3-mal am Tag etwas zu essen, bevor der Kampf mit Schloss und Riegel wieder losgeht. Die Ukraine hoffen ja, dass sie eines Tages nicht nur Putin vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag sehen werden, sondern dass alle russischen Kriegsverbrechen juristisch aufarbeitet werden. Dafür sammeln sie seit Beginn des russischen Angriffs minutiös Dokumente und Beweise. Dass es solche aufwendigen Verfahren geben kann, zeigt die deutsche Geschichte. Der BGH fällte heute ein abschließendes Urteil im wohl letzten Strafverfahren zur Aufarbeitung der nationalsozialistischen Massenmorde. In dem historischen Prozess gegen eine KZ-Sekretärin ging es um die Frage, inwieweit nicht nur Entscheidungsträger, sondern auch Helfershelfer und Mitläufer zur Verantwortung gezogen werden.
Wie wichtig das für die Hinterbliebenen der Opfer ist, zeigt der Bericht von Sarah Tacken. Ein Kleinkind kann sich das gar nicht merken, dass alles, was passiert ist. Man kann sich merken Hunger, man kann sich merken Kälte, man kann sich merken Schläge, man kann sich merken tote Menschen. Was er damals als kleiner Junge hier im KZ Stutthof im heutigen Polen erlebte, kann er nicht vergessen. Den Hunger und die Todesangst fühlt er bis heute. Mehr als 65.000 Menschen ermordeten die Nazis hier. Józef Salomonowicz und seine Mutter überlebten, sein Vater nicht. Auch für ihn trat er im Prozess als Nebenkläger auf. Am Anfang habe ich gesagt, vergiss das, versuch das zu vergessen. Geht nicht, geht nicht. Ein Verfahren gegen das Vergessen geht für ihn mit dem Urteil des Bundesgerichtshofs heute zu Ende. Die Täterin? Heute 99. Hier im Landgericht Itzehoe wurde Irmgard Furchtner vor 2 Jahren verurteilt. Wollte das aber nicht akzeptieren, legte Revision ein, die der Bundesgerichtshof heute verwarf. Die Verurteilung der Angeklagten wegen Beihilfe zu 10.505 Fällen des Mordes und 5 Fällen des versuchten Mordes zu einer Jugendstrafe von 2 Jahren mit Strafaussetzung zur Bewährung ist rechtskräftig. Irmgard Furchtner, zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt, war die Sekretärin des Lagerkommandanten. Sie tippte unter anderem die Listen mit den Namen der Ermordeten ab und fühlt sich bis heute, wie so viele Täter und Helfer, nicht schuldig. Es ist durch diesen höchstrichterlichen Spruch jetzt deutlich geworden, dass tatsächlich jeder, der in der Mordmaschinerie eine Funktion hatte, ob im Büro, im Sekretariat, beim Öffnen einer Gasbüchse, an der Ankunftsrampe, jeder dieser Menschen, ob Mann oder Frau, niederer Dienstgrad, hoher Dienstgrad, hat Mitverantwortung getragen an der gesamten Mordmaschinerie. Deswegen ist das ein Urteil mit Ewigkeitswert. Ein Urteil mit Ewigkeitswert, auf das Überlebende Jahrzehnte warten mussten. Wieso jetzt, fragen sich viele. Erst jetzt, durch eine Änderung der Rechtsprechung vor wenigen Jahren, ist es überhaupt möglich, auch sogenannte kleine Rädchen im großen Betrieb des Massenmordens zur Verantwortung zu ziehen. Józef Salomonowicz zeigt dieses Urteil deshalb auch, was die deutsche Justiz 50, 60, 70 Jahre lang versäumt hat. Nämlich Täter, Helfer und Helfershelfer vor Gericht zu stellen. Mehr Hintergründe zu diesem und anderen historischen NS-Prozessen finden Sie bei uns auch online auf ZDF heute. Und jetzt erstmal weitere Nachrichten von Christopher Wehrmann. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben die Leichen von 6 Geiseln geborgen. Sie seien im Süden des Gazastreifens gefunden worden. Wann und wie die namentlich identifizierten Männer starben, sagte das Militär nicht. Es hatte 5 von ihnen bereits zuvor für tot erklärt. Unterdessen warf die Terrororganisation Hamas den USA vor, den jüngsten Vorschlag für eine Waffenruhe zugunsten von Israel verändert zu haben. Welche Änderungen das genau sein sollen, wurde nicht bekannt. In Iran haben die Behörden das deutsche Sprachinstitut in der Hauptstadt Teheran schließen lassen. Angeblich habe es gegen iranische Gesetze verstoßen. Das Auswärtige Amt hat das Vorgehen verurteilt und den iranischen Botschafter einbestellt. Irans Schritt könnte eine Reaktion auf die Schließung des Islamischen Zentrums Hamburg, kurz IZH, sein. Vor knapp einem Monat hatte Bundesinnenministerin Faeser das IZH verboten und es als Propagandazentrum Irans in Europa bezeichnet. UN-Experten haben sich besorgt über die in Iran inhaftierte Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi geäußert. Die Menschenrechtsaktivistin erhalte nicht die benötigte medizinische Versorgung, nachdem sie Anfang August im Evin-Gefängnis physische Gewalt erlitten habe. Die iranischen Behörden wiesen die Anschuldigungen zurück. Mohammadi setzt sich seit rund 3 Jahrzehnten für Frauenrechte in Iran ein und wurde dort bereits mehrfach verurteilt. 2 Tage nachdem die beiden linken Vorsitzenden Wissler und Schirdewan ihren Rücktritt angekündigt haben, melden sich erste Bewerber um die Nachfolge. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete Jan van Aken und die Publizistin Ines Schwertner haben angekündigt, auf dem kommenden Parteitag im Oktober für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Noch bis zum 8. September können Kandidaturen angemeldet werden.
Im Schuljahr 2022/23 waren rund 10% der Lehrkräfte sogenannte Quer- und Seiteneinsteiger. Aus Daten des Statistischen Bundesamts geht hervor, dass knapp 71.000 der insgesamt fast 725.000 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen keine anerkannte Lehramtsprüfung abgelegt haben. Die Zahl hat sich damit innerhalb der letzten 10 Jahre nahezu verdoppelt. Grund für den Anstieg sei der anhaltende Lehrermangel. Die Landtagswahlen in den 3 ostdeutschen Bundesländern können für die Berliner Ampelkoalition ein ziemliches Desaster werden. Die FDP muss davon ausgehen, dass sie in keinen der 3 Landtage einzieht. Aber auch SPD und Grüne können sich teilweise nicht sicher sein, dass sie es über die 5%-Hürde schaffen. Im letzten Politbarometer für Sachsen liegen beide bei der Sonntagsfrage bei 6%. In Thüringen liegen die Grünen bei 3, die SPD bei 7%. Auch für den Ostbeauftragten der Bundesregierung ist das ein schwieriges Gelände. Er versucht zu erklären und wirkt doch teils ratlos, wie Christiane Hübscher beobachtet hat. Es ist nicht übertrieben zu sagen, auf Thüringen schaue gerade das ganze Land. Eigentlich ist es sogar die ganze Welt. Denn zu diesem kleinen Kulturfestival mitten im Plattenbauviertel hier in Erfurt kommt nicht nur er. Ich möchte gerne unseren Ostbeauftragten begrüßen, Herrn Carsten Schneider. Auch ein Reporter der New York Times ist extra angereist, um den Ostbeauftragten zu treffen. Halten Sie die AfD für eine Gefahr für die Demokratie, fragt der Journalist. Oder ist sie Teil des Festivals der Demokratie? Natürlich können die Deutschen rechte Parteien wählen, solange sie nicht verboten sind. Aber diese Partei will ein anderes Deutschland. Die wollen eine Diktatur. Der Ostbeauftragte als Osterklärer. Russlands Angriffskrieg erschwert auch seine Amtszeit, bestimmt fortan seine Agenda. Was das nochmal an Aufbrechen zwischen Ost und West bedeutet, unterschiedliche Lebenserfahrungen, Einstellungen auch in der Außenpolitik, ein bisschen Anti-Amerikanismus, ein bisschen Naivität gegenüber Russland. Und das muss jetzt ausgefochten werden, weil es die nächsten Jahrzehnte Deutschland bestimmen wird. Im Kanzleramt hat Carsten Schneider von der SPD seit bald 3 Jahren seinen Schreibtisch. Eine Etage unter Scholz. Es war die bewusste Aufwertung der Position des Ostbeauftragten. Des Antifrustbeauftragten könnte man auch sagen. Die Lage ist deutlich besser als die Stimmung. Wir werden in Ostdeutschland in diesem Jahr ein Wachstum haben von über 1,1%, in Westdeutschland nur 0,4. Schneider hat sich im Kabinett von Anfang an dafür stark gemacht, dass zum Beispiel die neuen Chipfabriken nach Magdeburg und Dresden kommen. Er zeigt gerne, wie Transformation im Osten gelingt, so wie hier in Schwedt an der Oder. Nach dem Ende der russischen Öllieferungen standen in der Raffinerie massenhaft Jobs auf der Kippe. Heute verarbeiten sie in Schwedt Öl aus aller Welt. Mancher hier aber erfährt bei der Gelegenheit überhaupt zum ersten Mal von der Existenz des Carsten Schneider. Ja, den Ostbeauftragten, ja, braucht man ihn noch? Ja, anscheinend schon, aber man hätte ihn vielleicht schon vor 20 Jahren nicht mehr gebraucht, so wenn man sich vernünftig darum gekümmert hätte. Die Union legt sich fest, gut 30 Jahre nach der deutschen Einheit brauche der Osten keinen sogenannten Reiseonkel mehr mit eigenem Stab im Kanzleramt. Diese Bundesregierung, sie hat ohnehin viel zu viele Posten und Pöstchen. Wir müssen die Zahl der Beauftragten drastisch reduzieren in der Bundesregierung. Und das Amt des Ostbeauftragten, das gehört ganz sicher dazu. Zumal der Ostbeauftragte in der aktuellen Regierung ja ohnehin kaum etwas zu entscheiden und zu sagen hat. Ist eigentlich schon ganz gut, dass es ihn noch gibt. Also die Unterschiede zwischen Ost und West sind echt. Ist ja nicht ausgedacht. Und egal, ob es um Vermögen geht, um Chefpositionen. Und es ist gut, dass es jemanden gibt, der das immer wieder auch am Kabinettstisch ansprechen kann und anspricht. Der Thüringer Carsten Schneider wirft sich in den Wahlkampf. Seine SPD taumelt hier gefährlich nahe der 5%-Hürde, getrieben auch vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Schneider klingt fast resigniert. Wenn die Bevölkerung glaubt, dass sie in der richtigen Hand ist von einer Frau, die hier nicht mal kandidiert, wie Frau Wagenknecht, dann kann ich es auch nicht ändern. Dabei wäre er gern der Optimismusbeauftragte gewesen. Aber die Stimmung im Osten ist eine andere. Zur Besserung des Stimmungsbilds sollen vor allem wirtschaftliche Impulse beitragen. In Sachsen etwa setzen Landes- und Bundesregierung darauf, dass mit der Ansiedlung großer internationaler Technologieunternehmen das sogenannte Silicon Saxony weiter wächst.
In Dresden war heute Spatenstich für den neuen Standort des taiwanesischen Chipherstellers TSMC. Ein Megaprojekt, das da heute begleitet von viel Politprominenz aus der Taufe gehoben wurde. Mehrere Unternehmen sind beteiligt, 5 Milliarden Euro trägt aber allein der deutsche Staat dazu bei. Das war gewissermaßen der Preis, um den taiwanesischen Weltkonzern nach Sachsen zu locken. Fragen wir nach bei unserer Finanzredakteurin Stephanie Barrett. Stephanie, das sind ja schon enorme Summen, die da in die Hand genommen werden. Und so massive staatliche Förderung von Industrieansiedlungen, die ist ja auch nicht unumstritten. Ja, da sind eben auch zum einen die Skeptiker, die teure Milliardensubventionen generell ablehnen, die den Standpunkt vertreten, der Staat ist einfach nicht der bessere Unternehmer. Wirtschaftlicher Erfolg muss sich stets am Markt behaupten. Hauptsache die Rahmenbedingungen stimmen. Aber dann ist da eben auch noch die andere Fraktion, die überzeugt ist, es gibt einfach strategisch wichtige Güter, die müssen wir bei uns herstellen können. Und dazu zählen eben vor allem Mikrochips. Sie sind der Rohstoff des 21. Jahrhunderts, stecken in Autos, Waschmaschinen, Handys und sind entscheidend bei Digitalisierung und KI-Anwendungen. Und wenn uns die vielen Krisen zuletzt eines gezeigt haben, dann ist es eben die gefährliche Abhängigkeit von anderen, die Lieferketten reißen lässt und Produktion stoppt. Deshalb will sich Europa mit seiner Halbleiterstrategie unabhängig machen, koste es, was es wolle. Ja, koste es, was es wolle. Welche Risiken damit einhergehen können, das sieht man ja zum Beispiel in Magdeburg. Also der Intel-Deal, der scheint ja noch nicht in trockenen Tüchern. Ja, ganz interessant, aber die Parallelen. Beide Chipfabriken wurden ja vor genau einem Jahr in Ostdeutschland angekündigt. Und bei TSMC in Dresden, da läuft es. Bei Intel dagegen lässt der Baubeginn noch auf sich warten, genauso wie die EU-Genehmigung für die Hilfen. Wann und ob es wirklich losgeht in Magdeburg, noch ungewiss. Der Konzern äußert sich auch nicht. Zudem geht es in Magdeburg auch um ganz andere Dimensionen. Die Investitionssumme ist mit rund 30 Milliarden Euro gut dreimal so groß wie bei TSMC in Dresden und der Staat will 10 Milliarden zuschießen pro Arbeitsplatz, also 1 Million Euro. Kritiker waren ja von Beginn an skeptisch, denn anders als der taiwanische Chiphersteller TSMC steckt der US-Konzern Intel aktuell in der Krise, streicht Stellen und muss Milliarden einsparen. Das wird also noch spannend. Dankeschön, Stephanie, nach Frankfurt. Für den Erfolg eines Technologiestandorts gibt es ja auch eine ganze Reihe Faktoren. Subventionen und vorhandene Strukturen, wie zum Beispiel Bauflächen und Ähnliches, sind das eine. Daneben gibt es aber ja auch noch sogenannte weiche Standortfaktoren, etwa wie attraktiv ein Umfeld ist für Fachkräfte, die man anwerben möchte. Beim Spatenstich heute für die neue Fabrik bei Dresden warnte Bundeskanzler Scholz davor, dass Abschottung und Ressentiments positiven Standortentwicklungen entgegenstehen. Dass diese Sorge die sächsische Wirtschaft schon länger umtreibt, berichtet Cornelia Schiemetz. Sachsens Wirtschaft wird lauter mit Plakaten und Werbespots wie hier bei den Dresdner Filmnächten. Ich weiß, dass wir in den letzten Jahren hier unglaublich viel erreicht haben. Aufruf zur Wahl in knapp 2 Wochen, klare Kante gegen Rassismus. Macht euer Kreuz an der richtigen Stelle und passt vor allem auf, dass es keinen Haken hat. Wenn wir aus rechtsextremen Parteien hören, dass man aus Sachsen das unattraktivste Einwanderungsland machen möchte in Deutschland, dann ist das hochgefährlich. Dann führt das dazu, dass wir den Wohlstand in Sachsen nicht erhalten können. 139 Unternehmen sind Mitglied im Verein Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen. Eins davon die Accomotive GmbH Kamenz. 1.100 Mitarbeiter aus 17 Nationen bauen hier Elektrobatterien für Mercedes. Demokratieschulungen, Wertevermittlung, Rassismusahndung, Teil der Firmenphilosophie. Wir haben ein Konzept gehabt, zusammen mit der Landesregierung, wo wir 60 chinesische Fachkräfte hier integriert haben, über 5 Jahre begleitet haben und sie in die Gesellschaft eingebracht haben. Ich kann nur dafür werben, offen zu sein und auch über die Grenzen hinweg zu denken, weil wir auf Fachkräfte von überall angewiesen sind und Diversität einfach ein großer Erfolgsfaktor ist. Accomotive hat im Moment alle Stellen besetzt, doch zahlreiche Firmen suchen händeringend nach Fachkräften. In Sachsen sind im vergangenen Jahr rund 7.500 deutsche Beschäftigte mehr ausgeschieden als nachgerückt. Immer mehr gehen in Rente, weniger Deutsche rücken nach. Die Lücke füllten rund 14.900 Menschen aus dem Ausland, Tendenz steigend, in einem Bundesland, in dem die AfD aktuell bei 30% liegt. Dass die AfD in Sachsen so gut dasteht, das ist zum einen ein
Imageproblem oder droht ein Imageschaden, gerade beim Thema ausländische Fachkräftezuwanderung. Und das andere Problem ist, wenn man jetzt das Programm der AfD ernst nimmt, aus dem Euro austreten zu wollen, das bedeutete auch für ein Land wie Sachsen eine echte Katastrophe. Immer mehr Unternehmen positionieren sich gegen die AfD. Image-Spot der sächsischen Familienunternehmer, die kürzlich mit Riesenplakaten an Flughäfen vor einer Reise ins Blaue warnten. Die AfD zeigt sich von so viel Gegenwind unbeeindruckt, versteht den geballten Protest der Wirtschaftsverbände nicht. Weil wir die, ich sag mal, gerade die mittelständische Wirtschaft fördern wollen. Und von daher weiß ich gar nicht, wovor die da Angst haben. Für meine Begriffe sind die da desinformiert. Sachsens Wirtschaft zwischen Fachkräftemangel, AfD-Erfolgen und Weltoffenheit. Noch 12 Tage bis zur Wahl. Mit Wirtschaft geht es bei dir jetzt auch noch mal weiter, Christopher. Die EU-Kommission hat angekündigt, dass sie die Strafzölle für Elektroautos aus China auf bis zu 36,3% festsetzen will. Bei internationalen Herstellern wie VW oder Tesla, die mit chinesischen Partnern kooperieren, sind sie niedriger. Wenn die EU-Länder zustimmen, werden die Zusatzzölle voraussichtlich spätestens Ende Oktober in Kraft treten und für 5 Jahre gelten. Hintergrund ist die starke Subventionierung des E-Autobaus in China. Bahnfahren könnte für die Kunden deutlich teurer werden. Die Bahntochter InfraGo, zuständig für das Schienennetz, will ab 2026 ihre Trassenpreise drastisch erhöhen. Insgesamt fast 20% mehr soll die Nutzung der Gleise kosten. Hintergrund sind Veränderungen bei der Finanzierung der Netzsanierung. Besonders betroffen von den rund 1,2 Milliarden Euro teureren Trassenpreisen wäre der Regionalverkehr. US-Flugzeugbauer Boeing kämpft erneut mit technischen Problemen. Alle Testflüge des neuen Modells 77X wurden gestoppt. Bei der Verbindung zwischen Triebwerk und Flügeln waren Schäden entdeckt worden. Zudem hat die US-Luftfahrtbehörde FAA aufgrund von Sicherheitsbedenken zusätzlich die Inspektion hunderter Flugzeuge des Typs 787 Dreamliner angeordnet. Und zum Schluss noch ein paar sportliche und spektakuläre Bilder aus Sylt. Dort findet bis Sonntag der Kitesurf-Weltcup statt. Mit dem Hydrofoil-Surfbrett geht's bis zu 20 Meter hoch hinaus. Zum Auftakt des Weltcups auf Sylt fliegen nach dem heute bei abflauendem Wind abgebrochenen ersten Tag auch zwei deutsche Starter weiter mit. Für den mehrfachen deutschen Meister Linus Erdmann und U16-Weltmeister Finn Flügel ist das Halbfinale noch möglich im erstmals ausgetragenen Hydrofoil Big Air-Wettbewerb. Beim nach Angaben der Veranstalter weltweit größten Kitesurf-Event sind bis Sonntag auf Sylt 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 16 Nationen am Start. Das war's im Heute-Journal. Gleich geht's weiter mit der Reportagereihe 37 Grad. Heute mit dem Titel Eine für alles. Über alleinerziehende Mütter und warum sie so ein besonders hohes Armutsrisiko haben. Und wir empfehlen Ihnen das Heute-Journal-Update um 0 Uhr mit Nazan Gökdemir. Uns gibt's ja morgen wieder. Auf Wiedersehen. Ciao. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, es wird unbeständiger, ein neues Tief zieht auf und schiebt eine Kaltfront vor sich her. Wir sehen es hier in Blau, das ist der Regen, der dazu gehört und da sind auch Gewitter eingelagert. Hauptsächlich überquert uns das im Laufe der kommenden Nacht und dahinter kommt kühlere Luft reingeflossen und im Norden bilden sich dann Schauer und kurze Gewitter. Das zur Übersicht. Blicken wir auf die Nacht und da gibt es im Osten, in der Osthälfte hier, teilweise Schauer und Gewitter und ganz im Westen auch. Das ist die Kaltfront, die aufzieht. Dazwischen auch mal trockene Abschnitte. Der Wind legt zu von West. Ja, und die Temperaturen gehen vor allem im Westen hier Richtung Eifel auf 10 Grad zurück. Ganz schön kühl, 17 bis 18 Grad, deutlich milder in den östlichen Landesteilen. Und morgen bilden sich Schauer und kurze Gewitter ganz im Norden. Dazu weht ein kräftiger westlicher Wind, teils auch stürmisch, während der Gewitter
kann es auch mal Hagel geben. Ganz im Süden gibt es Regen. Dazwischen, ja, da lockert es teilweise auf. Teilweise gibt es auch kompakte Wolken. Aber die Sonne ist immer wieder mal dabei. Bei höchsten Temperaturen bis 24 Grad hier im Osten Richtung Bayern oder am Oberrhein. Deutlich kühler an der Nordsee mit 18 bis 19 Grad. Blick auf die nächsten Tage. Der Donnerstag bleibt größtenteils trocken, ganz im Norden aber weiterhin windig bis 28 Grad. Danach steigen die Temperaturen an bis Samstag 34 Grad und dann sind wieder neue Gewitter angesagt. Schönen Abend.